Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Ja, wir sind das letzte Mal nicht hier stehen geblieben. Wie ihr wisst, ich starte mal gleich die Aufnahme und wir haben noch ein bisschen was. Eine Strecke, die man zuerst zurücklegen muss, bis man da ist, wo man aufgehört hat. Wir haben hier aufgehört bei diesen Kreaturen, möchte ich mal sagen. Ein genauer Name ist mir noch nicht eingefallen zu diesen Personen. Ja, wir sind hier bei diesen Typen. Wir müssen versuchen, irgendwie rauszukommen. Ja, ich muss sagen, ich habe privat ein bisschen weitergespielt, da die Rätsel manchmal ein bisschen schwerer sind. Und ich möchte nicht die ganze Folgenlänge in die Länge ziehen. Wir haben mittlerweile schon sehr viele Folgen. Eigentlich, ich glaube, das ist ein Kurz-Let's Play. Stand so auch in der Beschreibung, dass man da nur ein, zwei Stunden zu spielen hat. Ja, ich bin schon mal wieder drüber. Deshalb habe ich mir gedacht, spiele ich die Rätsel mal so privat. Schaue ich mal an. Und genau, und ich habe jetzt einen Lösungsweg, vielleicht funktioniert. Ich habe noch nichts ausprobiert, also ich habe noch nichts umgelegt oder so. Ich habe es mir einfach nur angeschaut und habe gedacht, vielleicht funktioniert das. Und ich habe eine Sache gefunden, wo ich noch nicht war, und das muss ich jetzt schaffen, dorthin zu kommen. Wird ein bisschen schwer sein. Wenn ich hier rausgehe, dann sehen sie mich ja. Oder? Genau. Aber das weiß ich. Dadurch, dass ich jetzt hier rausrenne, trenne ich die Personen. Dann sehen sie mich nämlich nicht mehr. Jetzt kann ich schnell rennen. Warten, 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 warten. Genau, das habe ich nämlich schon gesehen, dass das geht. Denn hier, wenn ich mich hier kurz verstecke, runter. Hier ist ein Schalter. Da war ich nämlich noch nicht. Das ist so ein komischer Raum. Was der Schalter bewirkt, weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir mal hier den Herrn Fetti. Ich bin hier nicht. Nein, hier ist niemand. Ich bin hier nicht. Keine Sorge. So, jetzt ist der Fetti Fett weg. Jetzt können wir ja den Schalter mal betätigen und schauen, was dieser Schalter tut, weil das weiß ich nämlich noch nicht. Schauen wir mal. Ah, da oben sind Haken. Jetzt sehe ich die erstmal. Ah, und die Haken bewegen sich jetzt. Aber schnell verstecken. Versteck, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Komm, komm. Ah, so da runter. Ich bin hier nicht unten. Nein. Hier ist nichts, was ich nur. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts, wirklich nicht. Nein. Kannst gehen. Ich bin hier nicht. Tschüss. So, die Haken bewegen sich jetzt da oben. Wo sind die Haken? Ich habe hier noch nie Haken gesehen. Es ist unfair. Okay. Kannst du. Geh weg! So. Ich habe eine Vermutung. Sind die. Ah, hier. Oh nö. Sag nicht, wir müssen jetzt hier in der Mitte den Weg da hochgehen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich will der Spieler sie darauf gehen, weil es nämlich schwerer ist. Zack, verschenken wir uns mal kurz. So, okay, wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Wie würde ich das perfekt lösen können? Ich glaube hier. Jetzt wäre, glaube ich, genug Zeit. Ich warte lieber nochmal ab. Jetzt kommt dieser Typ wieder. Ich glaube, da wäre genug Zeit. Wenn die sich abwechseln, deshalb warten wir ein bisschen. Ich würde hin. Obwohl, jetzt sehen sieht mich auch keiner. Ich probiere es. Nein, soll ich noch probieren? Nein, ich warte lieber. Ich warte lieber. Denn ich möchte das nicht nochmal von vorn machen. Hallo? Nein! Geh zurück! Geh zurück! Jetzt kommt dieser Typ da wieder. Warten, warten, warten. Nein, 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 Mädchen, 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 Mädchen. So. Nein! Jetzt gehst du hier hoch. Nicht hochhüpfen. So. Jetzt sollte der dann gleich wieder weggehen. Und dann habe ich freie Bahn. Wenn der wieder weggeht. Schauen wir mal, ob dies so ist. So.
kurz warten. Und dann geht er gleich weg. Jetzt können wir hier rennen, hochhüpfen. Mit hier, komm, komm, mit hier. Komm, schnell. Können wir hier runterhüpfen? Können wir mich hier nehmen? Egal, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Haken rum, die sehen mich nicht mehr. Perfekt. Hui! Hui! Ich bin auf dem Haken. Haha, ihr kriegt mich nicht. Tja. Schalt ja nicht den Schalter um. Wage es ja nicht. Hier noch so eine Hand hier gibt. Ah, das ist ein anderer. Hey, cool. Kriegst mich nicht. Wann machen wir was? Ach so. Er hat mich gekriegt. ja. Fangen wir jetzt von vorne an. Nein, okay, wir starten hier automatisch. Okay. Jetzt kommt natürlich der andere. Hey, Moment mal. Ich war darauf nicht vorbereitet. Sekunde, Spiel, Sekunde. Hopp. Da kriegt er mich nicht, weil er so fett ist. Ja, das ist jetzt aber unfair. Okay, ich muss, glaube ich, weiter rennen. Gut. Probieren wir das mal. Renn. Oh Gott, das sind noch weitere Hang. Ah, okay, ich weiß schon, wie ich gehen muss. Okay, ich hab's kapiert. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Wird knapp. Was machst du? Mädchen. Ja, pff, dankeschön. Du hast du ruhig Zeit. Zuerst runtergehen, dann rennen. Okay. Hab ich kapiert. Lieber Spiel, ich hab's kapiert. So. Mädchen. Rennen. Was machst du? Ja. Ich hab die Taste nicht gedrückt. Wirklich nicht. Ich habe sie wirklich nicht gedrückt, die Taste. Ich war das nicht. Ich drücke diese Taste nicht. So, jetzt rennen. Ich glaube, ich habe sogar eine Idee. So könnte ich mir Zeit verschaffen. Gott. Hüpf, Mädchen. Oh Gott. Huh. Oh Gott, ich habe es geschafft. Oh, das war knapp. Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Ja. Oh Gott, da geht's. Oh Gott, das ist meine Schwäche. Weil ich fliege ja immer runter. Ich hab's geschafft. Wunderbar. Oh je. Wann hört das auf? Wo bin ich überhaupt und was. Oh Gott. Oh nö, das hört sich nicht gut an. Ich renne einfach mal. Rennen hat hier noch nie geschadet im Spiel. Ja, sag dich doch, egal wie breit dieser Weg ist, ich flieg runter, egal. Ich kann sowas nicht. Ich bin nicht für sowas. Ich renn immer runter, weil ich nicht darauf achte, wo sie hinrennt. Sollte ich aber. So. Oh Gott. So schwer zu steuern. Für mich ist es schwer zu steuern. Wo bin ich hier eigentlich? Was hat das alles zu bedeuten? Ich versteh's nicht. Hier oben ist das Licht. Ach, und weil ich jetzt gerade so dabei bin, manche wissen ja, wir haben ein Belohnungssystem. Für alle, die es nicht wissen, einfach in der Beschreibung schauen, da ist ein Link. Und da gibt es einen Code, den ich jetzt nennen werde. Der Code lautet. Ja, Moment, ich sag gleich den Code, keine Sorge. 583265. Ja genau, sechsstellig. Ich habe den einfach gerade wo abgelesen, da steht der Code irgendwo. Also ich wiederhole den nochmal. 583265. Was passiert jetzt? Wo sind wir? Was ist das? Ist es das Ende? The End? The End of the Rainbow? Oh Gott. Huch. Ist ja Wasser. Wir sind auf einem Schiff. Ah, hä? Ich weiß noch, wie wir angefangen haben mit der Story, waren wir noch nicht auf einem Schiff. Können wir irgendwas tun? Ich glaube, das ist noch Story. Oder kann ich irgendwas tun? Ah, da bin ich ja. Hallo. Da bin ich. Hallo.
Seht ihr mich? Seht ihr mich? Huch! Tja, RIP. Darf nicht ins Wasser springen, ich kann nicht schwimmen. So, aufstehen, rennen, springen, klettern. Klettern wir mal hoch und schauen, was da passiert. Wenn wir hochklettern, immer weiter klettern, immer weiter klettern. Zack, 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 zack. Was will eigentlich dieses Mädchen erreichen? Ich verstehe nicht, doch nicht ganz die Geschichte. Was will dieses Mädchen eigentlich auf diesem Monsterschiff? Was will das eigentlich hier? Ich verstehe es nicht ganz. Ist ein anderes Schiff. Schön. Oh, Kamera bewegt sich. Wir klettern auf jeden Fall viel. Und wir klettern, und wir klettern, und wir klettern. Kletter, kletter, kletter. So, jetzt sind wir schon im Schiff drinnen. Okay. Wir sind, glaube ich, am Land gerade noch. Und jetzt kommen... Realistisch wäre es, wenn das jetzt die Passagiere wären. Ich glaube, das sind auch die Passagiere vom Schiff. Wir haben bis jetzt die Küche und alles gesehen. Und die Köche bereiten schon mal Essen vor, weil jetzt kommen, glaube ich, die Passagiere. Schätze ich mal. Also, mein Gedanke ist das. Moment, ich mache kurz ein Foto. Hab nicht machen. Schau mal bitte her. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich jetzt noch Abnehmen gemacht? Ich weiß es gar nicht. Geht das überhaupt, diese Taste noch? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe nicht, ob ich... Moment. Irgendwie geht Steam gerade nicht. Okay, Steam geht nicht. Steam not working. Ich hoffe, ich habe jetzt ein Thumbnail gemacht. Wenn nicht, dann... Oh, Maus. Ja. Egal. Ich glaube, das sind jetzt die Passagiere. Schätze ich mal. Wäre einfach Vermutung, weil wir sind jetzt, glaube ich, auf einem Passagierschiff mit lauter Monstern. Oder? Ich weiß es nicht. Huch! Hier schaut es nicht sicher aus. Ich will hier irgendwie nicht an. Obwohl, ich will hier nie irgendwo sein, weil das Schiff ist generell böse. Rennen, 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 rennen. Oh, das sind die Passagiere. Hallo! Alle fett. Alle sind sehr fett. Da oben ist ein Mensch. Ich glaube, das ist... Ist das der Boss? Sieht nach Boss aus. Aber warum ist sie dünn? Das ist eine Frau, glaube ich, oder? Aber warum ist sie dünn? Oh, ja, wir sind auf einem Schiff. Okay, wir sind auf einem Schiff. Gelandet die ganze Zeit. Okay. Interessant. Ja, das ist, sieht sehr nach Passagierschiff aus. Oh, Essen. Oh, jetzt hat sie wahrscheinlich Hunger, oder? Da fressen sie. Sind ja eh so dünn. Kann ich verstehen. Wenn sie so dünn sind, müssen natürlich essen. Ich hoffe, der macht wirklich Thumbnails, wenn ich hier ein Foto mache. Ich hoffe es. Das sieht cool aus. Zick, zack, 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 zack. Hallo? Ich bin nicht das. Ich bin nicht der Nachtisch. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, Die wollen mich anscheinend alle fressen. Und wie er gleich den Tisch umstößt, da fliegt er runter. Weil er so fett ist. Okay, ich sterbe, egal wo ich stehe, sterbe ich. Interessant. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss hier durch, wenn ich renne. Zack. Renn, 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 renn. Oh Gott! Diese Kreatur! Oh Gott. Muss ich irgendwie durch? Wie schaffe ich das? Kann ich den vielleicht aufwecken und sagen, hey du! Hallo! Schnimmt's. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht mich auch nicht. Der ist mit dem Fressen beschäftigt.
Wie komme ich jetzt hier durch? Weil er will mich haben. Fetti Fett kommt. Oh Gott, es geht an den Trainer noch weiter. Der kriegt mich nicht. Ist du fett. Ha. Oh Gott, wie. Oh. Es geht? Sag ich, dass es geht? Okay, das wäre jetzt. Oh nö, da muss ich jetzt hoch. Frage, töten die mich? Ich glaube, die wollen mich auch als Nachtisch haben. Ja, aber die sind so fett dafür. Sorry, ich darf nicht immer fett sagen. Das ist nicht schön. Hep. Tschüss. Bringt mir das was? Oh Gott, wo bin ich hier? Oh. Wo bin ich hier gelandet? Das ist. Ah, Stuhl. Tick, 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 tick. Oh Gott. Wo bin ich hier nur gelandet? Okay, hier ist es wieder ruhiger. Hallo? Wieso rennt er gar nicht weg? Was macht die? Hat sie nicht. Achso, ich dachte, sie tötet ihn. Hallo? Dann zünden wir mal die Laterne an. Kann ich hier hoch? Was machst du? Kann ich mit dir irgendwas erreichen? Hm. Ich will nicht, aber. Kann ich damit. Ich habe das Gefühl, dass ich mit denen irgendwas machen muss. Nur was? Als Futter hergeben oder. Wüsste nicht was. Was bringt mir das, diese. Verfolgt mich. Das bringt mir hier nichts. Diese Wurst. Kann ich die verschieben? Nein. Hä? Zack. Ich kann hier zwar schwingen. Ah, jetzt. Hilf mir! Ich komme hier nicht hoch. Kann vielleicht das Max dann mir helfen? So? Jetzt? Nein, nimm's. Und jetzt wirf's auf die Wurst. Ah, hilft nicht so wirklich. Okay, was dieses Maxal machen kann, ob es uns helfen kann, ob es einfach nur da ist, weil es einfach das kann, weil es einfach kann. Oder vielleicht bringt es uns hier was. Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.